Vorsicht, die Blutfliegen lieben uns. Wir sollten noch mehr Tote finden, damit sie neu nisten können. Da stimme ich zu. Aber Brianna will, dass wir warten nach der Kommunion. Bis sie fertig ist mit den Ordensschwestern. Wir dürfen jetzt keinen Verdacht erwecken. Dann warten wir und geben uns mit den Nestern zufrieden. Gestorben. Der nächste Tod wird spannender. Das Tagebuch verrät mir vielleicht, warum Delilah nicht getötet werden kann. Wurde ihre Magie verloren und der Zirkel zerbrach. Ich begann ein neues Leben in Karnaca. Dann hörte ich ihr Flüstern aus dem Nichts, das mich zum Herzog führte, der es auch vernahm. Gemeinsam wollten wir Delilah zurückholen und veränderten das Reich von Aramis Stiltons zu Hause aus. Vor 3 Jahren. Auf den Inseln spürten alle, die bei ihr und in Brickmore gewesen waren, die Rückkehr der Magie. Neue kamen hinzu, neue Gesichter, neues Blut. Jetzt ist Delilah unsterblich. Für immer. Ihr gehört Dunwall und wir verderben den Orden des Orakels. Die Aufseher erhalten Rat von ihren prophetischen Schwestern und bald werden wir ihre Träume und Visionen beeinflussen.
Wäre ich in dieser Situation, wenn du noch leben würdest? Ich kannte diese Welt vor 15 Jahren. Teile von mir bleiben, doch die Welt wird seltsam. Ich zerstöre alles, was ihnen lieb und teuer ist. Wollen Sie wissen, warum? Oh, kleine Emily. So weit weg von zu Hause. Sie werden für die Leute bezahlen, die sie abgeschlachtet haben. Und für alles, was sie mir gestohlen haben. Das hätte von Anfang an mir gehören sollen. Alles, was passiert ist, ist falsch. Aber keine Sorge, ich werde alles besser machen. Geben Sie mir meinen Thron zurück. Und meinen Vater. Dann müssen Sie sich beides holen, Kleine. Ich erwarte Sie in meinem Tower. Ich bedeutete meiner feinen Familie nichts, außer einer vorteilhaften Heirat und Jahren des Gebärens. Sie versprachen mich einem Mann dreimal so alt wie ich, beim Gedanken an die Hochzeitsnacht keuchend. Aber etwas Seltsames passierte auf dem Weg zum Altar. Delilah, nachdem ich mich zum ersten Mal nachts aus dem Haus geschlichen hatte, wollte ich nie wieder zurück. Ich schaute zu den Sternen und trank Wein auf einem Dach. Ich war frei. Statt die Aufseher zu besuchen, ging ich zum Bankier meines Vaters und lief vor meinem alten Leben davon. Zu Delilah.
Das war die Blütezeit des Zirkels.
frage mich, wer das war. Hallo? Ist da wer? Muss ich dich jetzt suchen? Komm, ich habe keine Zeit. Dich ein Stück Hexenkerl! Irgendwer in der Maske oder so. Soll mich nur kennenlernen. Der maskierte Mörder. Manche Opfer sollen halb verdaut gewesen sein. Überall Blut und so. Kommen Sie rein. Es ist immer ein Vergnügen, Sie zu sehen. Willkommen zurück. Ich sehe, Sie haben den Prototypen. Ihr Bekannter hat es nicht geschafft. Diese Arbeit ist ziemlich riskant. Aber kommen wir zur Sache. Die Bezahlung dürfte Sie bestimmt interessieren. Natürlich gibt es einen Finderlohn. Und wenn Sie möchten, zeichne ich basierend darauf einen Plan zum Verbessern Ihrer Werkzeuge. Und als Zeichen meiner Dankbarkeit gibt es einen Ladenrabatt. Faires Angebot. Willkommen zurück. Bitte lassen Sie sich Zeit. Was für eine schöne Überraschung, Sie wiederzusehen. Kommen Sie rein. Es ist immer ein Vergnügen, Sie zu sehen.
Sie suchen Pläne für bessere Waffen. Muss ich wohl nichts einpacken. Sie werden mit Ihrem Kauf ganz sicher zufrieden sein. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Hat sich was bewegt. Meine Nerven. Ja, da ist doch was faul. Danach werde ich mich so betrinken, aber hallo. Selbst die Luft ist anders. Da braut sich irgendwas zusammen. Auf Mama hören und Friseur werden sollen. Was war das? Zwecklos!
Es ist geschafft. Ashworth ist kein Problem mehr. Gut. Aber Emily, da gibt's noch was. Als ich noch in Dunwall lebte, habe ich Dinge getan, auf die ich nicht stolz bin. Ist das nicht eine Voraussetzung für das Bürgerrecht? Was ich zu sagen habe, ist kein Witz. Ich habe Delilah und Ashworth gekannt. Ich habe ihren Scheiß geglaubt und bin auf die schiefe Bahn geraten. Vor allem dachte ich, dass Delilah tot ist. Ich will jetzt nicht darüber reden, aber Sie sollten es wissen. Ich bereue vieles. Sie wissen nicht, wem Sie trauen können, richtig? Jeder macht Fehler, Kaiserin. Sie müssen mir irgendwann Ihre Geheimnisse verraten. Sind Sie bereit zum Aufbruch? Ja, gehen wir. Bringen Sie mich zurück zur Dreadful Well. Ein weiterer Schritt in Richtung Herzog von Sarkonos und Delilah.